Remigration heißt Rückführung in das Land, wo ich migriert bin. Lass uns dieses Thema jetzt. Das ist die wahre Aussage. Und da können Sie bei uns im Programm nachlesen. Nichts anderes steht da. Nichts anderes steht da. Niemand hat davon gesprochen, Deutsche mit deutschen als deutsche Staatsbürger, die deutsche Staatsbürger sind, mit oder ohne Migrationshintergrund auszuweisen. Niemand hat davon gesprochen. Da gibt es auch ganz andere Aussagen auch zu dem Thema, auch von Höcke, auch in seinem Buch zum Beispiel, nie zweimal in denselben Fluss oder wie es heißt. Ja, ich rede vom Parteiprogramm, das vertrete ich. Ich rede aber von diesem Programm dort in Potsdam und da waren ja, wie wir gerade festgestellt haben, nicht nur Sie und da haben Menschen auf sehr ungute Weise gesprochen. Ich würde Sie gerne noch eine Sache fragen, bevor wir gleich zur Wirtschaft kommen. Hm. Sie haben gerade gesagt, ja, Sie waren woanders, ne? Den Zahnarzt. Jetzt fangen Sie aber nicht an. Jetzt fangen Sie aber nicht mit der Debatte an, wie mit Frau Wagenknecht, wo Sie dann im Prinzip mit den Herrn Möhrig anfangen. Aber kennen Sie den? Ich kenne viele Zahnärzte und wenn ich mir die Gesundheitspolitik, die Gesundheitspolitik von der Lauterbach angucke, dann ist es wichtig, dass man Zahnärzte auch kennt. Warum nicht? Kennen Sie Herrn Möhrig, den rechtsextremen Zahnarzt aus Düsseldorf? Was soll die Debatte bringen? Ganz klare Frage. Nein, wissen Sie. Aber kennen Sie den oder nicht? Steht das im nationalen Interesse, ob ich ihn kenne oder nicht? Es ist nicht uninteressant, das zu erfahren, ehrlich gesagt. Ja, es ist genauso uninteressant zu fragen, ob ich geimpft bin oder nicht. Warum soll ich sowas beantworten? Auch weil der Mann einen offenbar rechtsextremen Hintergrund hat, gerade Thema. Offenbar hätte, könnte, wende. Nein. Und wenn er früher mal irgendwo dort war, nochmal. Nein, nicht früher irgendwo dort war. Selbst wenn ich ihn kennen würde. Sie schließen es nicht aus. Selbst wenn ich ihn kennen würde. Heißt es noch lange nicht, dass ich mit Aussagen oder mit sonstigen Programmpunkten mich mit jeder Person gemein mache. Ich kenne so viele Leute. Ich kenne so viele Leute, die mit mir ein Gespräch führen wollen, mit denen ich auch Gespräche führe, also die sich mit mir auch fotografieren lassen wollen. Sie deswegen, ja, ich kenne ihn. Also, und deswegen, sag ich doch. Deswegen mache ich mir lange noch nicht. Eiern Sie denn dann so rum? Ich eier nicht rum. Doch. Nein, aber ich frage mich immer, warum man sich immer permanent rechtfertigen muss, warum man den oder den kennt. Was wollen Sie damit bezwecken? Ja, man will damit ein Bild spannen. Ich kenne es Sie doch. Ich habe Sie nur gefragt, ob Sie ihn kennen, weil ich einfach wissen wollte, welche Verbindung es da möglicherweise gibt. Sehen Sie, also fangen Sie selber schon an, in diesem Bereich weiter zu fantasieren. Ob Sie eventuell mögliche Möglichkeiten. Jetzt gehen Sie in den Bereich der Verschwörung.